ja verkürzt. Weil der Magen natürlich mehr arbeiten muss und das geht natürlich auf das komplette Immunsystem und auf das komplette ja, Immunsystem. Weil wenn irgendein Organ leicht geschädigt ist, später wird man krank. Also in der Regel gibt es eine Ernährungspyramide, die wie folgt heißt: 2 bis 6 Mal am Tag Obst und Gemüse, Vollkornprodukte wie Brot 4 bis 8 Mal. Das ist natürlich ganz schön viel, wird man ganz schön dick, aber ja. Man muss, ist nur eine Richtlinie. Pflanzliche Öle bloß 2 bis 3 Mal am Tag, Nüsse 1 Mal am Tag. Die sind übrigens auch gut fürs Gedächtnis. Milchprodukte wie Milch, Milch, Butter, Käse 1 bis 2 Mal am Tag. Fisch, Geflügel, Eier maximal 2 Mal die Woche. Vor allen Dingen Eier. Ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, ob die für einen Cholesterinwechsel verantwortlich sind oder nicht. Das wird sich auch irgendwann rausstellen. Weißer Reis, Butter, wenig verwenden. Salz sehr sparsam verwenden, weil der Körper eigene Salze noch mit inbegriffen hat. Man braucht Salz, um auch Krämpfe zu umgehen. Salz ist lebenswichtig, aber man sollte nicht packungsweise nehmen. Ja, dies wäre jetzt der Idealfall, aber wenigstens halten die wenigsten halten sich daran. Denn durch, wie zum Beispiel wieder Arbeit, Schichtarbeit, tägliche Überstunden, keine Pausen, schafft man das meist nicht. Aus dem Grund ein guter Tipp, immer stark sein, denn die Arbeit darf nie über der Gesundheit stehen. Dann weiter mit dem, ich habe hier noch ein weiteres Thema. Jetzt zum Beispiel, ja, Spiegel seiner eigenen Existenz. Was zum Beispiel auch fast zu dem Thema gehört, möchte ich noch ein bisschen vorlesen. Das Thema ist Spiegel seiner eigenen Existenz. Ja, wenn man ein Mensch ist, der von klein auf darauf erzogen ist, stark zu sein, sich immer sozial zu verhalten, andere nicht zu verletzen, sein eigenes Ich verstecken zu müssen, als Einzelkind vielleicht nicht die Möglichkeit hat, andere Gefühle zu verarbeiten und um damit Lösungen zu finden. Ja, hat man es schwer, andere Gefühle vom Umfeld zu verarbeiten. Man spiegelt dieses Missverhalten wieder und das jedes Mal. Ja, und das jedes Mal. Man muss immer damit kämpfen, viele Empfindungen nicht an sich ranzulassen und oft Probleme. Ja, und hat oft Probleme, sich zu binden, weil man das Offensichtliche nicht sieht. Das ist problematisch zum Beispiel auch bei vielen ADHS-Kindern und wenn sie erwachsen sind mit Beziehungen. Man sieht es nicht richtig. Man sieht alles. Man kann nur nicht rausfiltern, was man sehen soll. Das ist das Problem. Man will in diesem Moment immer stark sein, komme was wolle, am besten immer mit dem Kopf durch die Wand, weil man nicht mehr weiß, was man will. Ein normaler Mensch mit Geschwistern lernt von klein auf. Da gibt es zum Beispiel sehr wenig Fälle. Es gibt Fälle, aber wenig starke Fälle. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Lernt man von klein auf zu teilen, Gefühle zu erkennen, diese psychologisch anzugehen und leicht die Probleme zu lösen. Ein Einzelkind hat dies alles nicht. Daher ist ein Einzelkind da meist verstärkter dran. Waren zumindest meine letzten Informationen und das habe ich in der sozialen Betreuung auch wirklich sehr oft gesehen. Da ich damit ja auch da ein bisschen zu arbeiten habe. Als Einzelkind hat man dies alles nicht. Es muss nicht teilen, es muss keine Gefühle erkennen, es braucht es nicht, da niemand da ist. Man ist alleine und kennt nur seine eigenen Gefühle. Ja, als Einzelkind lernt man von klein auf, alleine zu kämpfen, Hilfe nimmt man ungern an, weil man sonst schwach erscheint und von der höheren Position vielleicht verletzt werden kann. Als Einzelkind ist man Tag für Tag im Überlebensmodus, ob als Kind oder als Erwachsener, ist egal. Aber das sieht man nicht in seiner blauäugigen Realität.